Geliebtes Menschenkind, geliebter Lichtarbeiter, du wundervolles Wesen. Mit großer Freude darf ich dich begrüßen, um die Botschaften der geistigen Welt zu empfangen, dafür, dass du diese Botschaft so tief wie möglich aufnehmen kannst, bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen. Ich bitte dich, das Licht von Smarana einzuatmen, dabei Gottes Nähe zu fühlen und dich mit diesem Licht auszudehnen, so weit auszudehnen, dass dein Herz zu einer goldenen Sonne erstrahlt. Allein diese Strahlkraft gibt dir so viel Licht, so viel Stärke und bringt dich in deine Mitte, sodass du bereit bist, die Botschaft von Melek Metatron zu hören. Einströmt das helle Licht des Schutzes, einströmt die vollkommene Liebe aus Gottes Gedankenfeld direkt zu dir in dein Herz hinein. Geliebtes Menschenkind, Melek Metatron spricht. Und ich sage dir, ich sehe dich. Ich sehe deine Seele, dein Licht, dein Leben. Ich sehe deinen Lebensweg. Und ich sehe auch, welch große Mühe du dir gibst, diesen Weg zu gehen. Und ich sehe auch diese beiden Engel, welche dich begleiten. Ein jeder von euch, geliebte Menschen, hat diese zwei persönlichen Engel. Und diese Engel, sie sind nun an deiner Seite. Und der eine oder der andere von euch mag sie spüren, wenn sie jetzt eine Hand auf deine rechte und eine Hand auf deine linke Schulter legen. Sie sind voller Liebe und Licht bei dir. Auch wenn du nicht an diese Engel denkst, sie sind immer bei dir. Sie haben dich schon von Anbeginn der Zeit durch dein Leben, durch alle Inkarnationen hindurch begleitet. Ihre Liebe ist unermesslich groß und ewiglich. Ewiglich für dich da. Melek Metatron möchte dir sagen, geliebter Mensch, glaube an dich, glaube an deine Kraft, glaube an dein Licht. Du trägst Gottes Liebe in dir. Und sie ist jetzt in diesem Moment besonders stark fühlbar.
Vielleicht magst du deine Hände auf dein Herz legen, denn in diesem Moment schaut Gott zu dir. In diesem Moment bist du ganz nah bei Gott. Genieße diesen Moment, denn er ist heilig. So möchte Melik Metatron dir versichern, egal welche Entscheidung du triffst, wenn du sie mit Gottes Hilfe triffst, wirst du immer geschützt sein. Die geistige Welt weiß um die Probleme der aktuellen Zeit und sie ist bei dir. Und wir sagen dir, nichts, was nicht zu dir gehört, kann dich ereilen. Es wird nur das geschehen, was für dich im Buch des Lebens geschrieben steht. Und du darfst vertrauen, dass die Entscheidung, die du treffen wirst oder schon getroffen hast, dass sie die richtige war. Denn das Vertrauen in deine Seele zu Gottes Liebe und deine beiden Engel, diese Energien begleiten dich. Du bist beschützt, behütet und geliebt. Und so darfst du unsere Hilfe annehmen für all die wundervollen Energien, welche wir dir zur Verfügung stellen. Es gibt für jede Situation immer eine Entscheidung. Es gibt für jedes Problem eine Lösung, eine lichtvolle Lösung. Das solltest du wissen. Es gibt immer eine lichtvolle Lösung. Und deine beiden Engel, sie begleiten dich und führen dich zu deiner lichtvollen Lösung. Somit wirst du sehen, dass alles gut wird für dich, dass bereits alles gut ist, denn die Engel sind bei dir und du spürst ihre Hände auf deinen Schultern. Und sie drehen sich dir jetzt zu, schauen dir in deine Augen und du erkennst das Licht der Liebe. Du erkennst, wie tief diese Liebe der Engel für dich ist. Denn nur ein Engel kann dich so lieben, wie du es jetzt fühlst. Und so verabschiedet sich Melik Metatron wieder von dir. Die beiden Engel werden dich weiterhin begleiten und schützen. Sie werden immer bei dir sein.
vertraue. So lege ich den Mantel von Smarana um deine Schultern, um dir zu zeigen, wie sehr du geliebt wirst. Ich hoffe, ihr seid wieder hier, habt Füße und Hände bewegt und seid wieder ganz da von dieser wunderschönen Reise, von dieser wunderschönen Botschaft von Melek Metatron und diesen beiden Engeln, die uns immer begleiten. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Licht, ganz viel Kraft, gut durch diese Zeit hindurchzukommen. Und wenn euch die Botschaft gefallen hat, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Einfach hier draufklicken auf diese Kugel. Und ich bedanke mich jetzt schon im Voraus dafür. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute. Tschüss.